Resultat zu erreichen, teilweise mit unfairen Abschneidern. Ausgerechnet Chefabkürzer Scott Summers bricht sich dabei den Arm und damit haben es die Amerikaner endgültig überstanden. Für die Italiener läuft einstweilen alles paletti, gute Stimmung, keine Probleme. Und doch sollte sich im Laufe des Tages Pellegrinelli derart an der Schulter verletzen, dass an einem ins Ziel kommen gezweifelt werden muss. Doch der Fuchs aus Bergamo beißt sich durch. Pellegrinelli am Abendcheck. Untertags hatte man zwei Marshals auf ihn angesetzt, um ihm zu folgen, damit nicht irgendwie geschummelt wird. Doch trotz seiner Verletzung hat er die beiden abgehängt. Sie hätten wissen müssen, dass europäische Enduro-Weltmeister im Vergleich zu den hochgejubelten Amis tatsächlich solche sind. Die Resultate des vierten Tages, alles bleibt beim Alten.
Der fünfte Tag wird für die führenden Italiener zur Nervenprobe. Zum einen die Frage, ob Pellegrinelli durchhält, und zum anderen bricht an Nicolas Husky ein Teil des Kettenrades. Ersatz hätte Schwedens Jönsson, aber die Wikinger sind in Verfolgerposition. Hilfe kommt von den Holländern und Pellegrinelli fährt trotz Schmerzen durch, zwar langsamer, aber doch. Das wildeste Rennen fährt zurzeit wohl der italienische Teamarzt, nämlich von Checkpoint zu Checkpoint, um Pelle auf dem Moped zu halten. Diese Six Days werden als eine der ehrlichsten und saubersten in die Geschichte eingehen. Zum einen ist das Betreuen durch sogenannte Rucksackfahrer verboten, womit automatisch Manipulationen unterbunden werden und die Herren mit dem zufällig gleichen Betreuermotorrad samt Farbmarkierung wie beim Wettbewerbsfahrer jedes einstampfen können. Und zum anderen wird durch dieses Verbot das wilde Fahren diverser Fans unter Anführungszeichen verhindert, die jeweils die Anonymität der Six Days nutzen, um hemmungslos durch Wald und Wiesen zu räubern und somit den größten Schaden dem Endurosport im Allgemeinen zugefügt haben. Folgenden Veranstaltern sei dringend angeraten, diese Beschränkungen nach Möglichkeit zu übernehmen. Die Ergebnisse des fünften Tages. Die Positionen haben sich gefestigt, die ersten vier bleiben unverändert. Am sechsten und letzten Tag wird traditionell nur noch eine relativ kurze Etappe absolviert, bevor die Six Days mit dem Abschlusscross ihr feierliches und stimmungsvolles Ende finden. Manchmal liegen die Teams vor diesem Schlusscross punktemäßig so knapp beieinander, dass eine endgültige Entscheidung erst hier fällt. Doch diesmal sind die Positionen ziemlich klar bestimmt. Lediglich Deutschland könnte von den knapp dahinter auf Platz 5 liegenden Finnen noch verdrängt werden. Doch gleich vorweg, Deutschland bleibt auf Rang 4. Was bei diesem Finalcross noch geboten wird, ist ein geladenes Schlussspektakel für die Zuschauer. Ein stimmungsvoller Abschluss, wie immer. Noch einmal kocht die Arena. Dem Veranstalter muss groß angekreuzt werden, dass der gesamte Kurs dieser Six Days so gar nicht auf die eigenen Landsleute zugeschnitten war. Nicht einmal dieses Abschlusscross ist Ami-like. Jeder hatte die Chance zum Sieg. Wenn auch die Organisation hinsichtlich dilettantischer Administration so manchen zur Weißglut getrieben hat, der Motorradclub Tulsa Trail Riders hat in seinem Zuständigkeitsbereich beste Arbeit geleistet. Eine schwere WM-würdige Streckenführung. Es war eine Weltmeisterschaft der Geländefahrer und das Ergebnis ist kein Zufallsresultat wie in Holland. Die besten Enduro-Teams der Welt liegen vorne und der Beste hat gewonnen. Und wir kommen mit diesen letzten Stimmungsbildern noch zu den einzelnen Ergebnissen der 69. Internationalen Six Days Enduro Teamweltmeisterschaft aus Tulsa in Oklahoma.
Ja, es war ein langer, harter Weg bis zu meinem ersten schönen Rallye-Erfolg. Was mich ganz besonders freut, ist das, dass das nicht irgendeine Rallye war, sondern die Pharaonen-Rallye. Und super war natürlich auch, dass wir das nicht mit einem sinnteuren Werksmonster geschafft haben, sondern mit ganz einem normalen Serienmotorrad. Jetzt lassen wir die Rallye nochmal Revue passieren, aus meiner Sicht, so wie ich das erlebt habe. Der Start war am 2. Oktober in Alessandria. Die ersten 200 Kilometer Sonderprüfung hat eigentlich keiner so richtig Vollgas gegeben. Somit war es für mich relativ einfach, einen zweiten Platz rauszufahren. Am zweiten Tag sind wir dann ganz anders zur Sache gegangen. Die zwei schnellen Russen, der Jody Alcarons und ich, wir haben ein flottes Tempo vorgelegt. Aber jeder von uns hat es mit einem schweren Sturz bezahlt. Gott sei Dank war es bei mir nicht so schlimm. Alcarons hat sich den Motor aufgeschlagen, hat das Öl verloren und hat damit einen Tagesausfall gehabt. Somit war er als ernsthafter Konkurrent für den Gesamtsieg praktisch aus dem Rennen. Aufgrund der schweren Stürze des zweiten Tages hat der Veranstalter beschlossen, den dritten Tag zu kürzen, was uns allen sehr recht war, weil wir doch ganz schön angeschlagen gewesen sind. Es waren nur 70 Kilometer anstatt 600 und die 70 Kilometer habe ich aber gut über die Runden gebracht, ich habe es gewonnen und war natürlich eine super Ausgangsposition für den weiteren Verlauf. Am vierten Tag wurde uns dann tiefer Sand, schnelle Streckenführung prognostiziert, was mich dazu veranlasst hat, ein bisschen eine andere Streckenwahl zu nehmen. Nämlich, ich bin nur auf den Dünen droben gefahren, wo es ein bisschen härter war. Somit habe ich nicht allzu viel auf die Zweizylinder verloren. Gegen Ende des Tages ist dann wieder technisch sehr schwer geworden. Ich habe die sofort wieder eingeholt gehabt und bin als Zweiter ins Ziel gefahren und habe damit das erste Mal die Gesamtführung übernommen. Am vierten Tag habe ich wieder gewonnen. Es war der letzte Tag im tiefen Sand. An dem vierten Tag hat sich mein ärgster Konkurrent, der Russe, sehr schwer verletzt nach einem Sturz.
und war somit aus dem Rennen. Dadurch habe ich plötzlich über eine Stunde Vorsprung gehabt und habe natürlich das ganz locker weiter ins Ziel gebracht. Nach der Überquerung des Suezkanals ging es dann auf die Halbinsel Sinai rüber. Da drüben war es vorbei mit dem tiefen Sand. Es waren eigentlich alles technisch schwierige Strecken. Also optimal für unseren leichten Einzylinder-Motorrädern. Habe aber trotzdem nicht versucht, unbedingt jeden Tag da zu gewinnen, obwohl es eigentlich möglich gewesen wäre. Nur ich bin meistens mit dem Jody Alcarons gefahren, der navigationsmäßig sehr gut ist. Und wir haben uns da gegenseitig ergänzt. Ich habe können viel lernen. Einen Tag sind wir dann rübergefahren nach Israel, in die Negev-Wüste. Da war eine riesen Begeisterung der Bevölkerung. Es waren 3000 Leute am Start. Das hat mich natürlich sehr motiviert. Und ich habe ein bisschen mehr Gas gegeben wieder. Ich habe es relativ klar gewonnen. Dann ging es wieder zurück auf die Sinai-Halbinsel. Da war es dann auch so, dass es sehr, sehr steinig war und schwierig zum Fahren. Den darauf folgenden Tag habe ich wieder gewonnen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, so und jetzt überholst du den Alcarons einfach strikt nimmer, bleibst hinter ihm, ganz egal was passiert. Das habe ich eingehalten bis zum Ziel. Die letzten zwei Tage waren dann mit Massenstart, also alles in einer Reihe aufgestellt. War Mords Spaß, die ersten paar Kilometer, hat sich dann aber wieder sehr schnell alles verteilt. Ich habe, weil ich gewusst habe, der Alcarons will die zwei Etappen unbedingt gewinnen, habe den ziehen lassen. Bin eigentlich nicht mehr schneller wie 115, 120 maximal mit meinem Motorrad im Sand gefahren, obwohl sie sicherlich 140, 145 gegangen wäre. Aber einfach, damit ich ja den Motor nicht überanstrenge oder irgendwo einen Defekt noch riskiere. Zu meiner Verwunderung haben sich dann der Zweit- und Drittplatzierte trotzdem, dass die Plätze eigentlich komplett sicher vergeben wurden mit Riesenabständen, am letzten und am vorletzten Tag noch gewaltig überschlagen. Dadurch ist mein Vorsprung dann am letzten Vortag bis auf 3 Stunden angewachsen gewesen. Den letzten Tag bin ich dann mit meiner Teamkollegin Jutta Kleinschmidt gefahren, weil von ihrem Motorrad natürlich auf meinen alles drauf passt hätte. Aber Gott sei Dank habe ich die Hilfe nicht in Anspruch nehmen müssen. Wir sind miteinander ins Ziel gefahren, sind am letzten Tag noch Zweiter exakt geworden und war natürlich ein traumhafter Zieleinlauf für mich, da bei den Pyramiden in Kairo. Und das Ganze mit 3 Stunden Vorsprung zu gewinnen, das war natürlich eine super Sache. Ich freue mich natürlich riesig über den Sieg, aber ich möchte dazu sagen, dass das ohne ein gut funktionierenden Team hinter mir sicher nicht möglich gewesen war. Auf dem Weg möchte ich mich noch einmal bedanken, speziell bei meinen Mechanikern, beim Wolfgang und beim Fernando, aber auch bei allen anderen, wie Sponsoren, Mechanikern in der Firma und so weiter. Einfach allen, die mir den Erfolg ermöglicht haben. Danke. Also das ist jetzt das Motorrad, mit dem ich die Farronen-Rallye gewinnen habe können. Es ist vom Fahrgestell, Motor und Getriebe komplett ident mit unserer serienmäßigen LC4 620. Unterscheiden tut es eigentlich nur in den speziellen Rallye-Accessoires, wie zum Beispiel ganz am deutlichsten sichtbar den großen Tanks. Wir haben knapp 40 Liter. Und haben somit eine Reichweite im tiefen Sand von 350 Kilometern. Auch sehr deutlich sichtbar ist der Alu-Motorschutz, wo auf der linken Seite ein 3 Liter Wassertank angebracht ist, der jeden Tag von den Kommissaren beim Start kontrolliert wird.
ob der voll ist da. Auf der rechten Seite haben wir eine Box, wo wir ein bisschen Werkzeug drin haben. Aber sehr wichtig ist, da haben wir den sogenannten Notrufsender drinnen und eine Erste-Hilfe-Box. Und zum Schluss auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Rallye-Motorrads. Das ganze Navigationsequipment besteht aus einem Kilometerzähler, den sogenannten Tripmaster, aus einem Kasten, wo man das Roadbook elektronisch vor- und zurücklaufen lassen kann und wo man also deutlich ablesen kann, wohin man fahren sollte. Aber in letzter Zeit ziemlich der wichtigste Teil von dieser Ausrüstung, das ist das GPS, das Global Position System, was mir also anhand der Satelliten und der eingegebenen Daten dann ganz genau zeigt, wohin ich fahren muss. Und mit dem Gerät finde ich eigentlich jede Kontrollpassage oder jedes Ziel mit einer Zielgenauigkeit von 30 Metern. Also verfahren gibt es mit dem fast nicht mehr. Nur das Problem ist, der zeigt mir nur den direkten Weg an und da kann es eben passieren, dass ab und zu die Strecke unfahrbar ist und man muss das Ganze umgehen, aber finden tut man eigentlich alles mit dem. Ja, das war jetzt eine kurze Erklärung zu meinem Motorrad, mit dem ich die Faranen Rallye gewinnen habe können. Der große Unterschied zu den teuren, schweren Zweizylinder-Werksmotorrädern ist natürlich in erster Linie der Preis. Endlich ist auch für den Privatfahrer eine Möglichkeit da, dass er bei den wirklich großen, schönen Rallyes erfolgreich mitmachen kann. Autotuning jetzt mit dem super Gewinnspiel und tollen Preisen für nur 3,50 Mark bei Ihrem Zeitschriftenhandel. Ihr Herz schlägt heftiger. Ihr Atem geht schneller. Sie könnten sich vergessen. Der Seat Ibiza. Anrufen, Probefahren. Wow, die ganze Zeit rast er an uns vorbei. Der fährt ja auch mit Energizer. Ehrlich? Das Radio hat's mir geflüstert. Energizer, vielleicht die beste Alkali-Batterie der Welt. Energizer, die hält und hält und hält. Jede Woche fliegt Delta mehr als 220 Mal von Europa nach Amerika. Diesen Service anbieten zu können, ist schon etwas Flugkunst erforderlich. Delta Airlines. You love the way we fly. Zärtlichkeit und Liebesglück. Wunderbare Gefühle, nach denen wir uns alle sehnen. Finden Sie jetzt den Partner für eine glückliche Zweisamkeit. Rufen Sie uns jederzeit an 0130 36 37. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. Try and try. You succeed at last. Es gibt gute Gründe, Qualität zu tanken. Aral. Alles super. 10.000 Mark zum Verspielen zu gewinnen. Oder ein Wochenende zum Verlieben. Beim Superspiel. Jetzt im TV-Spielfilm. Der Weg zum Partnerglück. Telefon 0130 36 37. Erleben Sie jetzt die Gillette-Rasur gründlich, wie es sie noch nie gab.
mit feinen, weichen Lamellen, die nur einer hat. Der Gillette Sensor Excel. Diese Lamellen liegen vor den Klingen. Die federnd gelagerten Klingen passen sich ihrem Gesicht an. Die Lamellen straffen sanft die Haut und richten das Barthaar auf. Für eine vollendete Gillette-Rasur. Angenehm, gründlich. Und mit dem neuen Gillette Series Rasiergel fantastisch sanft. Erleben Sie diese Gründlichkeit. Gillette Sensor Excel. Vieles, was man tagsüber isst, führt zu schlechtem Atem. Morgens der kleine Happen, mittags was Knackiges und abends das Bier. Aber der Atem? Kein Problem mit Double Mint. Morgens, mittags, abends. Dreimal täglich Double Mint. Der schmeckt gut und hat doppelt frische Minze. Die gibt sichere Atemfrische für den Tag. Dreimal täglich Double Mint. Atemfrische für den Tag. Spitzensport im Speedway findet in Deutschland meistens auf dem Lande statt. Auch das Mannschaftsfinale im Jahr 1 der Speedway Superliga macht da keine Ausnahme. Der schnellste Kreisverkehr Deutschlands in Neuenknick im tiefsten Ostwestfalen. Rund ging es für die Teams aus Brockstedt, Teterow, Diedenbergen und Neuenknick. Alles Orte mit kleiner Einwohnerzahl, aber großer Speedway-Begeisterung. Und die ist durch die neue Superliga noch gewachsen, denn jedes Team kann sich jetzt mit zwei ausländischen Spitzenfahrern verstärken. Wir haben davor immer nur mit deutschen Fahrern gefahren. Die Superliga sagt nur in dem das Wort aus, weil wir gesagt haben, wir wollen mit Ausländern fahren und jeder Verein kann zwei Ausländer bei einem Rennen einsetzen, da wir in Deutschland für 8 Bundesliga-Clubs, die in der Superliga fahren, also nicht genügend Spitzenfahrer haben. Möglichkeit erkannt und die Gelegenheit genutzt, wenn schon denn schon. Das heißt, die Verpflichtung des amtierenden Weltmeisters Simon Wick aus England und seines Kollegen Marvin Cox beim Gastgeber aus Neuenknick. Kein billiges Unterfangen. Denn der Weltmeister allein bekommt 3.000 Mark Antrittsgeld plus Punkteprämien für jedes Rennen. Beim MSC Diedenbergen dagegen setzt man auf dänische Driftspezialisten. Für die Hessen auf Punktejagd der Juniorenweltmeister von 1992 Tommy Knudsen und Brian Karger. Und natürlich der Altmeister aus Deutschland Gerd Riss. Konkurrenz soll also das schnelle Geschäft beleben. Das ist schon der richtige Weg, wenn man gute Ausländer dazu nimmt. Man macht die Liga interessanter. Es sollten vielleicht noch mehrere Läufe sein, vielleicht über 10 Läufe das Ganze ausbauen. Ist auch gut für unseren Nachwuchs. Sie können sich an den guten Paar besser messen. Personell und finanziell vielleicht nicht ganz so stark, Brockstedt und Teterow. Der entscheidende Zweikampf also zwischen den Profis aus Diedenbergen und Neuenknick. Oder das Duell zwischen Gerd Riss, roter Helm innen, und Weltmeister Simon Wick, blauer Helm, direkt daneben. Nach dieser Vorbereitung ein Superstart des Engländers und eine Demonstration, dass er, wen wundert, den Linksverkehr perfekt beherrscht. Und seine Führung lässt er sich bis ins Ziel nicht mehr nehmen. Trotz des Sieges und bei aller Rechnerei, Diedenbergen liegt vor dem letzten Lauf immer noch knapp in Führung. Wer jetzt gewinnt, ist deutscher Meister. Das heißt, wieder Gerd Riss mit dem roten Helm innen gegen Marvin Cox blauer Helm. Beide kommen gut weg, aber Achtung! Einmal kurz und schnell berührt und dann geführt. Riss kommt als erster aus der Kurve. Cox startet zwar eine starke Aufholjagd, aber gegen die Routine des Altmeisters kommt er nicht an. Riss gewinnt vor Cox und damit ist Diedenbergen deutscher Meister von Neuenknick, Brockstedt und Teterow. Und zumindest in diesen Orten wird es mit der Speedway Superliga weitergehen. Wir werden im Jahre 1995 wieder die Superliga fahren, wie 1994. Im Unterbau für den Nachwuchs wird weiterhin die Bundesliga gefahren, damit auch der deutsche Nachwuchs eine Chance hat, weiterhin zu fahren. Diese Aussichten nehmen die Zuschauer mit der nötigen ländlichen Gelassenheit hin. Die Sieger mit ausgelassener Freude und die übrigen Landbewohner mit einer gewissen Gleichgültigkeit und der Gewissheit, dass ihre alltägliche Ruhe irgendwann wieder einkehrt. Still want me to come with you?
Nevada Rallye 1994. Zum zweiten Mal bittet Franco Acerbis eine Elite von Offroadern zum Reigen in die Mojave-Wüste. Acerbis, der Name steht für Adventure, für Rallyes einer gediegeneren Art. Der Begriff Incas Rallye wurde zur Legende und schwirrt noch heute in den Köpfen vieler als Lebenstraum. Mit dieser Nevada Rallye will Franco Acerbis dem Streckenverlauf des legendären Pony Express Trails folgen und das historische Bewusstsein im Mix mit dem Event den Teilnehmern näher bringen. Im Falle Incas Rallye gelang dies hervorragend. Ob es bei der Nevada auch so sein wird, sei dahingestellt. Zu den Acerbis Adventures melden sich großteils andere Charaktere als sonst bei Rallyes üblich. Man will was erleben, das sportliche Event ist nur der Vorwand. Doch einer gewissen Elite geht's schon um den Sieg und nur darum. Und bei dem Tempo, mit dem diese Herren übers Land reisen, erübrigt sich die Frage nach geschichtsträchtiger Erde. Wenn, dann höchstens, wie hart diese Erde beim Aufschlag ist. Ob dies in Peru oder Nevada geschieht, ist unwichtig. Wie auch immer, 99 Fahrer stehen am Start, circa die Hälfte davon kommt aus Übersee. Es geht wieder um den alten Kampf, Amis gegen Europäer. Letztes Jahr gewann der Franzose Alain Olivier, doch diesmal schwören die Amerikaner, den Spieß umzudrehen. Ein grobes Unterfangen, denn die europäische Elite heißt Olivier, Peter Ansel, Kini Gardner, Esquirol, Trolli und so weiter. Der Start ist in Las Vegas. Genauer gesagt, nach dem Prolog, der die Startfolge entscheidet, geht's im Konvoi hinaus vor die Stadt, wo dann die erste Etappe von Las Vegas nach Tonopah in Angriff genommen wird. Die 94er Rallye wird rein nach Roadbook gefahren. Kein GPS, keine Markierungen. Wer kein Roadbook lesen kann, tut sich leicht mit Verfahren. Viele Wege führen in viele Richtungen, die Auswahl ist groß. Die Rallye dauert 6 Fahrtage, führt über 2.755 Kilometer, davon sind 2.190 als Sonderprüfung gewertet. Und bereits auf der ersten Etappe schrauben manche ihr Motorrad durchs Land, als gäb's kein Morgen. Die Frage zur Geschichte des Pony Express Trails ist jetzt eine sekundäre geworden. Im ersten Jahr wurde noch großteils im Flachland dahingeglüht. Für heuer hat Streckenchef Casey Foulkes, der übrigens aus dieser Gegend stammt, die Fahrtroute etwas anspruchsvoller gestaltet. Das bedeutet, Ebenen wechseln mit Bergpassagen und Hügelland. Nach Aussage Heinz Kinigartners ist diese Rallye fahrtechnisch schwieriger als alle afrikanischen, mit Ausnahme der Roof of Africa. Max Wiener, Österreich, ist einer jener Abenteuer-Competitors. Der ehemals erfolgreiche Straßenglüher fährt zum Spaß Rallyes. Er gab sich schon 1990 die Roof, die er übrigens als einer der wenigen Ankömmlinge beenden konnte. Auch Peter Neuraute aus Tirol, eiserner Six-Days-Kämpfer vergangener Tage, beweist, dass er nichts verlernt hat. Ein vorrangiges Ziel Franco Acerbis ist es, die Kosten für den Teilnehmer so niedrig wie möglich zu halten. Jeder soll die Chance haben, hier mitzumachen. Die Tankstops zum Beispiel werden in so kurzen Intervallen eingerichtet, dass keine Umrüstung des Motorrad-Serientanks auf größere Volumen notwendig ist. Man kann also mit jedem Serienmotorrad an den Start gehen. Hier Alain Oliviers Tankstopp, der auch dazu genützt wird, den nicht minder notwendigen Trinkwasservorrat zu ergänzen. Beim Start hatte es 48 Grad Celsius und die Hitze hält an. Tom Webb ist schreibender Journalist und um die Rallye hautnah zu erleben, gibt er sich dieses Event pur. Und zwar so pur, dass er mit dem Hinterrad auf der Felge dahin glüht.
Der 37-jährige Charles Halcombe aus Santa Cruz in Kalifornien gehört zum Inventar- und Favoritenkreis dieser Nevada Rally. Voriges Jahr hier Zweiter, blickt er auf eine lange Offroad-Karriere zurück, die auch eine fünfmalige Six-Days-Teilnahme mit Gold beinhaltet. Alain Olivier, dem Vorjahressieger, kommt sein vorsichtiges Taktieren und das Pech der Konkurrenz zugute, während sich am dritten Tag auf der Etappe Fallon nach Elko die gesamte Spitze mit Halcombe, Kinnegardner und Co. üppigst verfährt, kommt er nie vom rechten Pfad ab und liegt plötzlich vorne. Wie bereits erwähnt, fahren bei Acerbis Rallies etwas andere Charaktere als sonst üblich, die nicht alles ganz so ernst nehmen. Abgesehen von einer Dame und dem schillernden Tom Webb, gibt sich auch Jean-Claude Olivier, der Teamchef von Stéphane Peter-Ansel, als Competitor die Ehre. Er fährt mit Peter-Ansels Werksmotorrad, dieser selbst wiederum testet hier eine Neuentwicklung für die kommende Paris-Dakar. Der älteste Teilnehmer mit 62 Jahren ist Herbert Scheck, der halt einfach nicht über seine Jugend hinauswächst, sowie ein gesetzter Herr namens Larkin White aus den USA, der es sich mit einer wuchtigen BMW 100 RS gibt und das nicht zu knapp, wie wir bei Zeiten noch sehen werden. Hier einer der Akteure, der mit dem Roadbook auf Kriegsfuß ist. Wie gesagt, Alain Olivier nutzt das Verfranzen der Konkurrenz und baut seinen Vorsprung am vierten Tag auf der Etappe Elko nach Ely aus, rund 8 Minuten auf Johnny Campbell, der mit ihm den richtigen Weg fuhr. Sein erster direkter Kontrahent Jimmy Lewis liegt schon über eine Viertelstunde zurück. Alain Olivier ist ein gedienter Enduro-Haudegen und gehört zur Elite der französischen Top-Piloten. Seine Spezialität sind allerdings mehr deftige Events, wie zum Beispiel Gilles Lallet Classic. 1988 bei den Six Days in Mont gewann er mit seinem Team den Weltmeistertitel. Ein Jahr später in Val d'Huron war er es, weshalb sein Team aus der Wertung flog. Er hatte sich beim Versuch, das Motorrad zu tauschen, erwischen lassen. Seither scheint der Höhenflug der französischen Equipe in Bezug auf Six Days abgebrochen. Peter Neurauter liegt zurzeit auf Platz 25 und er hat mit einem Ärgernis zu kämpfen. Ja. Beim letzten Tanken ist mir das Benzin auf die Brille gekommen und das ist komplett zerknittert. Das bin ich 8 Meilen im Startbahn ohne Brille. Doch der Ötztaler ist Handicap im Bewerb gewohnt. 1985 bei den Six Days in Spanien am vierten Tag quälte er sich mit gebrochener Hand für sein Team bis ins Ziel. Aufgeben, so steht's im Lexikon des Tirolers, tut man an Brief. Charles Halcombe hat der Verfranzer viel Zeit gekostet. Er liegt gut 45 Minuten hinter der Spitze auf Rang 7. Mit ähnlicher Platzierung wie voriges Jahr wird's wohl nichts mehr. Aber jetzt gilt es wenigstens, noch so viel Terrain wie möglich gut zu machen. Und das mit all der Routine einer 20-jährigen Erfahrung. Der Ruf, als einer der populärsten Offroader Amerikas zu gelten, verpflichtet. Die Route der Nevada Rally führt ab Las Vegas nordwestlich nach Tonopah, weiter über Fallon, dann ein Schwenk nach Nordost bis Elko, wieder zurück nach Süden bis Ely, wo ein Ruhetag eingeschaltet wird, und dann über Mesquite Richtung Ziel Las Vegas. Wie gesagt, 2755 Kilometer und 6 Fahrtage. Inzwischen kämpfen sich die Teilnehmer mehr oder minder erfolgreich ins Ziel. Übrigens, die Nevada Rally kann von jedem normalbegabten Motorradfahrer bewältigt werden. Man braucht nicht unbedingt die Fahrerqualitäten à la Peter-Ansel und Co. Allerdings das Siegen, das muss man schon diesen Herren überlassen. Aber dafür erleben die die Eindrücke des Pony Trails nur als vorbeirauschende Farbschliere. Siegerpokal hin oder her, für denjenigen, der die Rally gemächlich und mit offenen Augen erlebt, sind die Eindrücke viel wertvoller. Das ist besagter Larkin White, der mit seiner wuchtigen BMW dahinballert. Allerdings verlangt das Ding bei solchem Tempo so viel an Konzentration, dass auch er Nevada nur noch in Farbschlieren erlebt. An anderen Ecken ist er wieder so behäbig langsam unterwegs, dass er die Eindrücke des Terrains intensiver als jeder andere mitbekommt. Resultat, er wird mit 43 Stunden Differenz zum Sieger mit Abstand letzter.
Es geht der Endphase zu, Etappe Ili nach Mesquite. Über 2000 Kilometer sind bereits absolviert, der Fahrerverschleiß hält sich mehr oder weniger in Grenzen. Noch sind knapp an die 70 Teilnehmer im Bewerb. Scott Morrison liegt mit 33 Minuten Rückstand auf Rang 5. Wie Heinz Kienigartner meinte, sind die fahrtechnischen Ansprüche höher als bei afrikanischen Rallyes. Manchmal haben sie fast schon Enduro-Charakter. Heinz Kienigartner selbst hat beim Verfranzer am dritten Tag viel Zeit verloren und lag knapp an die 40 Minuten zurück. Inzwischen hat er seinen Abstand auf 31 Minuten reduziert, was Rang 4 bedeutet. Doch der drittplatzierte Jimmy Lewis liegt weitere 10 Minuten in Front, was bei der verbleibenden kurzen Distanz kaum noch wettzumachen sein wird. Kienigartner, wie man ihn kennt, Gas bis Anschlag. Alain Olivier liegt mit 5 Minuten in Führung. Der clevere Taktiker trägt seinen Vorsprung behutsam ins Ziel. Und wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, wird ihm auch der zweite Sieg bei der Nevada Rally in Folge nicht mehr zu nehmen sein. Und der drittplatzierte Jimmy Lewis mit einem Beispiel, wie man sich das Leben selbst schwer machen kann. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen der zweiten Nevada Rally. Alain Olivier holt sich erneut den Sieg und darf sich über einen deftigen Siegerscheck freuen. Der Kampf USA-Europa verlief wieder zugunsten des alten Kontinents. Heinz Kienigartner wird Vierter und Stefan Peter Ansel gewinnt die Erkenntnis, dass in sein neues Motorrad noch einige Bastelstunden investiert werden müssen. Das waren ein paar Impressionen zum diesjährigen Acerbis Adventure Nevada Rally. Nächstes Jahr gibt's eine Neuauflage auf den Spuren des legendären Pony Express Trails. Und auch wir vom Offroad-Magazin verabschieden uns bis zum 19. November. Bis dahin danke fürs Dabeisein und auf Wiedersehen. Also alles in einer Reihe aufgestellt. War Mords Spaß. Die ersten paar Kilometer hat sich dann aber wieder sehr schnell alles verteilt. Ich habe, weil ich gewusst habe, der Alcarons will die zwei Etappen unbedingt gewinnen, habe den ziehen lassen. Bin eigentlich nicht mehr schneller wie 115, 120 maximal mit meinem Motorrad im Sand gefahren, obwohl sie sicherlich 140, 145 gegangen wäre. Aber einfach, damit ich ja den Motor nicht überanstrenge oder irgendwo einen Defekt noch riskiere. Zu meiner Verwunderung haben sich dann der Zweit- und Drittplatzierte, trotzdem, dass die Plätze eigentlich komplett sicher vergeben waren mit Riesenabständen, am letzten und am vorletzten Tag noch gewaltig überschlagen. Dadurch ist mein Vorsprung dann am letzten Vortag bis auf 3 Stunden angewachsen gewesen. Den letzten Tag bin ich dann mit meiner Teamkollegin Jutta Kleinschmidt gefahren, weil von ihrem Motorrad natürlich auf meinen alles drauf passt hätte. Aber Gott sei Dank habe ich die Hilfe nicht in Anspruch nehmen müssen. Wir sind miteinander ins Ziel gefahren, sind am letzten Tag nur Zweiter Exequo geworden. Und war natürlich ein traumhafter Zieleinlauf für mich, da bei den Pyramiden in Kairo. Und das Ganze mit 3 Stunden Vorsprung zu gewinnen, das war natürlich eine super Sache. Ich freue mich natürlich riesig über den Sieg, aber ich möchte dazu sagen, dass das ohne ein gut funktionierenden Team hinter mir sicher nicht möglich gewesen war. Auf dem Weg möchte ich mich noch einmal bedanken, speziell bei meinen Mechanikern, beim Wolfgang und beim Fernando, aber auch bei allen anderen, wie Sponsoren, Mechanikern in der Firma und so weiter. Einfach allen,
die mir den Erfolg ermöglicht haben. Danke. Also das ist jetzt das Motorrad, mit dem ich die Fahronen-Rallye gewinnen habe können. Es ist vom Fahrgestell, Motor und Getriebe komplett ident mit unserer serienmäßigen LC4 620. Unterscheiden tut sich eigentlich nur in den speziellen Rallye-Accessoires, wie zum Beispiel ganz am deutlichsten sichtbar den großen Tanks. Wir haben knapp 40 Liter und haben somit eine Reichweite im tiefen Sand von 350 Kilometern. Auch sehr deutlich sichtbar ist der Alu-Motorschutz, wo auf der linken Seite ein 3 Liter Wassertank angebracht ist, der jeden Tag von den Kommissaren beim Start kontrolliert wird, ob der voll ist. Auf der rechten Seite haben wir eine Box, wo wir ein bisschen Werkzeug drin haben. Aber sehr wichtig ist, da haben wir den sogenannten Notrufsender drinnen und eine Erste-Hilfe-Box. Und zum Schluss auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Rallye-Motorrads. Das ganze Navigationsequipment besteht aus einem Kilometerzähler, den sogenannten Tripmaster, aus einem Kasten, wo man das Roadbook elektronisch vor- und zurücklaufen lassen kann und wo man also deutlich ablesen kann, wohin man fahren sollte. Aber in letzter Zeit ziemlich der wichtigste Teil von dieser Ausrüstung, das ist das GPS, das Global Position System, was mir also anhand der Satelliten und der eingegebenen Daten dann ganz genau zeigt, wohin ich fahren muss. Und mit dem Gerät finde ich eigentlich jede Kontrollpassage oder jedes Ziel mit einer Zielgenauigkeit von 30 Metern. Also verfahren gibt es mit dem fast nicht mehr. Nur das Problem ist, der zeigt mir nur den direkten Weg an und da kann es eben passieren, dass ab und zu die Strecke unfahrbar ist und man muss das Ganze umgehen, aber finden tut man eigentlich alles mit dem. Ja, das war jetzt eine kurze Erklärung zu meinem Motorrad, mit dem ich die Fahronen-Rallye gewinnen habe können. Der große Unterschied zu den teuren, schweren Zweizylinder-Werksmotorrädern ist natürlich in erster Linie der Preis. Endlich ist auch für den Privatfahrer eine Möglichkeit da, dass er bei den wirklich großen, schönen Rallyes erfolgreich mitmachen kann.